Heute sprechen wir mit euch über Lerntypen und über die Möglichkeit, mit dem Wissen und den Lerntypen besser und effektiver den Lernprozess zu gestalten. So, wir zeigen auch Techniken, die Annemarie später erklären wird. Und ich mache jetzt für dich eine ganz kurze Einführung, damit du ein Gefühl dafür bekommst, welche Lerntypen vorhanden sind und überhaupt ist es wichtig, auch für dich zu verstehen, warum sollten wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Dafür haben wir eine kurze PowerPoint-Präsentation vorbereitet und wir gehen sie gemeinsam durch jetzt. So, wie du siehst, ich spreche von Lerntypen als Lernstile. Was ganz wichtig zu verstehen ist folgendes. Die Lerntypen ist eine Hypothese. Es geht darum, dass jeder von uns durch unterschiedliche Sinneskanäle lernt. Die unterschiedlichen Lerntypen entsprechen diesen Sinneskanälen. Jetzt, in der Lernhypothese der Lerntypen geht man dann von Haus aus, man lernt über den Sinneskanal. Das ist allerdings nicht wissenschaftlich bewiesen, weil in der Tat die Informationen werden über die Sinneskanäle aufgenommen, aber gelernt und die Informationen werden verarbeitet, aufgenommen, gespeichert im Gehirn. Was ist aber das Wichtigste bei dieser Hypothese, bei der Anwendung dieser Hypothese? Folgendes. Unser Gehirn braucht unterschiedliche Impulse, unterschiedliche Reize, um die Informationen, die aufgenommen werden, zu verarbeiten und speichern zu können. Und in diesem Sinne können wir das Wissen rund um die Lerntypen als eine Möglichkeit nutzen für ein besseres Lernen, für ein effektives Lernen, vor allem um unsere Kreativität, schöpferische Kraft, Lernfähigkeit, Merkfähigkeit zu stärken. Wir gehen gemeinsam Lerntypen durch und schauen wir auch, was wir konkret damit machen können. Was aber sehr wichtig zu sagen ist, dass das Wissen rund um Lerntypen nicht nur für Kinder und Jugendliche wesentlich ist, sondern auch für unsere Erwachsenen, weil durch die Entwicklung dieser unterschiedlichen Sinneskanäle können wir wachsen, schneller, effektiver Wissen behalten und verinnerlichen und dementsprechend auch in die Praxis umsetzen. Gehen wir das gemeinsam durch. Über diese Hypothese gesprochen, jetzt schauen wir, wie diese Lerntypen von der ursprünglichen Hypothese von Bester 2007 waren nur drei Typen vorhanden. Es gibt aber weitere. Wir haben gemeinsam eine Auswahl getroffen und schauen wir uns genau sechs Lerntypen, die wesentlich sind für Kinder, aber auch für Erwachsene. Der erste Lerntypus ist der auditive Typus. Annemarie wird ja noch intensiver dieses Beispiel kehren, aber grundsätzlich solltest du dir Folgendes sagen. Der Audiotyp ist derjenige, der durch das Hören lernt. Er braucht einfach Gespräche, die er mit sich selbst führt. Diese Menschen, die vor allem durch diese Sinneskanäle lernen, um behalten Informationen und sich hören. Der nächste Typ ist der visuelle Typ, der lernt durch Sehen. Was braucht er? Eine schöne Umgebung, braucht grafische Bilder, braucht Farben, unterschiedliche Farben, um zu lernen. Und diese Menschen merken sie oft auch die Struktur, die visuelle Struktur, von dem Buch, wo sie lernen oder von ihren eigenen Notizen. Und die visuellen Typen sind auch kreativ. Der dritte Lerntyp ist der kommunikative Lerntyp. Dieser kommunikative Typ lernt am besten durch Intervalle und Austausch, durch Gespräche, braucht eine empathische Beziehung auch oft zu den Gegenüber. Und was braucht er den meisten? Dialog, Austausch, Diskussionen. Sie sind zum Beispiel Kinder, die oft Eltern brauchen, um zu lernen. Was wichtig ist bei der Typus meiner Meinung nach, ist, dass diese Kinder auch Spaß und Freude lernen brauchen. Und sie brauchen auch Lob, Anerkennung.
der vierte Typus ist der motorische Lerntypus. Dieser Typus lernt vor allem durch das Tun, Lernen bei Tun. Das Tun, da die Umsetzung des theoretischen Wissens in Praxis, hilft am meisten diesem Kind, das Wissen zu behalten. Ja? Und was brauchen diese Kinder oft, Jungen, wo sie sich dabei etwas berühren oder bewegen, können sie dadurch sich besser konzentrieren. Und oft sind die Typen, die gerne auch Bewegung lernen, wie zum Beispiel das Kuhnian und rauf und dahin in einen Zimmer gehen. Und das ist wichtig, dieses Wissen zu haben, nicht auf Eltern zu stehen. Dass also manchmal die Kinder nicht brav sitzen, es ist ein Grund, dass jeder anders lernt, beziehungsweise über unterschiedliche Sinneskanäle lernt. Was für mich sehr wichtig ist, ist Folgendes. Das schauen wir gleich in einer nächsten Folge. Wichtig ist, noch zwei Typen kennenzulernen, die immer mehr sich auch in unserer Zeit kristallisieren. Und zwar wirklich sind diese Lerntypen. Der beziehungsorientierte Lerntypus. Der Lerntypus, der eine tiefe Verbindung mit dem Gegenüber hat, der lernt, wenn er eine Tatsache bzw. zu Lehrer hat. Okay. Dieser Lerntypus braucht Verbindung, braucht Zuwendung, braucht auch eine tiefe Chemie, eine Bestätigung durch das Gegenüber. Diese sind Kinder oder Erwachsene auch, die lernen, sie, also das Gefühl haben, sie können auch in den Werten, in den Werten schauen, das Vortragen des Dozenten identifizieren. Noch ein spannender Typus, der vor allem in den letzten 20 Jahren zugenommen hat, ist der medienorientierte Typus, der das Lernen gerne mit modernen Medientechnologien startet, der auch sehr selbstverständlich ist. Aber was ist in der Tatsache wichtig? Sehr wichtig ist es für dich jetzt, dass du ein Interesse entwickelst für die Typen, dass du dich fragst, okay, was ist mit dem Typus? Welche Typen sind meine Kinder, mein Mann? Und vor allem ist es sehr wichtig, eines dazu zu verstehen. Man sollte nicht nur durch einen Sinneskanal lernen, sondern mehrere Sinneskanäle finanzieren. Dadurch ist es möglich, viel effektiver, schneller Informationen aufzunehmen und zu behalten. Und dadurch ist das Erlernte, dass das erworbene Wissen nicht nur kognitiv gespeichert ist, es ist auch gefühlt, es wird verinnerlicht. Es wird natürlich in Langzeitgedächtnis gespeichert, aber es ist auch, es wird zur Erfahrung. Und das ist ganz wichtig in der Gestaltung auch des Lernens, dass es nicht nur Acht darauf gegeben wird, wie lerne ich am besten. Es kommt darauf an, auch, welcher Stoff gelernt wird. Das heißt, je nach Stoff sollten wir auch uns überlegen, welche Sinneskanäle für diesen Stoff am besten passen. Und was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist noch ein Aspekt, der vielleicht auch nicht überzeugt. Diese Prozesse sind sehr spannend. Wenn wir zum Beispiel hören, beachtet jetzt ca. 20% des Wissens. Und wir haben sehen, 30%. Sehen und Hören kombiniert erlauben uns 50%, wenn es wir lernen zu behalten. Sehen, Hören, diskutieren, verbaler Austausch, 70%. Wenn wir sehen, Hören, diskutieren, aber auch selber tun, 90%. Aus dieser prozentualen Informationen verstehst du, wie wichtig es ist, alle Sinneskanäle anzusprechen. Und was ganz wichtig ist, was dir mitgeben will, weil auch in vielen Büchern über Lerntypen wird behauptet, man ist ein Lerntypus, man ist nicht ein Lerntypus. Es gibt keine reinen Lerntypen, es gibt Mischtypen und es geht nicht ums Lernen, es geht um die Art und Weise, wie wir lernen und die Art und Weise, wie wir dieses Wissen aufnehmen. Bei Lerntypen geht es darum, durch welche Sinneskanäle das Wissen aufgenommen wird. Sinnvoll ist meiner Meinung nach, und spreche auch mit den Erfahrungen, wo ich viele Jahre auch Lehrerin war, ist, dass die Kinder das Wissen, den Stoff in unterschiedliche Formen
bekommen. Und das berücksichtige ich auch als Ausbilderin für Erwachsene in meinem Ausbildungsinstitut, wo das Wissen in auditiver Form, visueller Form, in auch kinästhetischer Form vermittelt wird und vor allem durch den Austausch, durch Gespräche. Alle diese Möglichkeiten der Vermittlung des Wissens helfen konkret, auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Vor allem die Entwicklung, die Förderung aller Sinneskanäle hilft auch Menschen in erwachsenem Alter sowie auch Kindern und Jugendlichen Schultraumata loszulassen, auch negative Erfahrungen mit dem Lernen loszulassen, weil oft negative Erfahrungen unsere Lebensgeschichte prägen, die wir oft in Schule gemacht haben. Sehr oft verlieren wir auch das Vertrauen, dass wir etwas lernen können. Aber so ist es nicht. Lernen kann in Wirklichkeit jeder. Und jetzt gebe ich das Wort an Annemarie und freue mich schon auf das, was sie uns erzählen wird. Und zum Schluss werde ich dir noch einige Möglichkeiten aus der Zeit und aus der unserer Arbeit, um diese Lerntypen zu aktivieren. Danke dir. Annemarie, bitte. Hallo, schönen Abend. Mein Name ist Annemarie. Vielleicht haben wir uns ja schon in den letzten Wochen schon öfter mal gesehen, gehört. Ich möchte näher darauf eingehen, wie lernen die einzelnen Lerntypen am besten? Welche Lernmethoden gibt es? Und ich fange an mit dem visuellen Typen. Also es ist der Mensch, der am besten Dinge aufnimmt, lernt, wenn er sieht. Und deshalb müssen hier die Informationen wirklich übersichtlich und ansprechend aufbereitet sein, also optisch wirklich ansprechend sein. Diese Lerntypen arbeiten ganz gerne mit viel Farben, mit Leuchtstiften, wo sie wirklich das Wesentliche lernen hervorzuheben. Auch brauchen sie Zeichnungen, Skizzen, die sie vor allem ist es sehr empfehlenswert, wenn Sie diese selbst anfertigen, vor allem bei mathematischen Aufgaben zum Beispiel, dass Sie am Rand des Buches selbst wirklich Skizzen, Darstellungen machen. So kann auch der schwierigste mathematische Aufgabenstellungsstoff wirklich gut bearbeitet werden. Im Unterricht ist es empfehlenswert, dass der visuelle Typ wirklich selbst mitschreibt. Warum? Es wird dadurch eine Brücke geschaffen zwischen der auditiven Wahrnehmung, das heißt alles, was der Lehrer, die Lehrerin spricht, wird einmal gehört. Durch das Aufschreiben ist eine körperliche Bewegung und es wird dann auch gesehen, was wirklich niedergeschrieben wird. Das heißt, wir verbinden mit dem Aufschreiben und Hören drei verschiedene Typen miteinander, den auditiven, das visuelle und den kinästhetischen Typen durch das Aufschreiben. Damit haben wir früher gehört, kann das Gehörte wirklich noch besser schon im Gehirn bleiben, bereits in der Schule. Also ganz wichtig, selbst auch mitschreiben. Der visuelle Typ verwendet gerne Fotos, Farben, Karteikästen, Listen, Symbole und Diagramme. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert, dass er die auch selber erstellt. Also gut ist schon, wenn es auch vorgegeben ist, aber wenn er das selber noch erstellen kann, dann tut er das auch und sieht er das noch einmal viel besser. Und es geht auch ganz gut mit EDV-Einsatz in der heutigen Zeit, wo ganz viele Schulen ja wirklich mit Computer arbeiten. Es ist auch ganz wichtig, dass die visuellen Typen sich Eselsbrücken auch selbst machen in Bildform, denn die visuellen Typen arbeiten ganz speziell immer mit Bildvorstellungen. Das heißt, sie hören einen neuen Stoff, verwandeln den schon meistens automatisch in ein Bild um und durch das, dass hier ein Bild entsteht, kann man da Eselsbrücken schaffen von einem Stoffgebiet zum nächsten, wo wirklich dann verschiedene Bilder abgespeichert sind und auch dann wieder gut wiedergegeben werden kann in Form bei einem Test zum Beispiel. Ja. Also nicht nur reines Auswendiglernen ist gefragt, sondern wirklich das Bild hervorstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel Begriffe lernen muss oder Vokabel lernen, dann ist es gut, wenn man das paarweise vielleicht auch macht, sodass wieder ein Bild im Kopf gespeichert wird.
Und dass man zwei Begriffe nebeneinander macht. Die Lehrer hören jetzt das sicher nicht gerne, aber ich bin selbst ein visueller Typ und ich kann von mir auch sagen, es ist auch sehr hilfreich, dass man sich Sachen gut merkt, wenn man Schummelzettel verfasst. Man wird den Schummelzettel dann gar nicht anwenden müssen, brauchen, aber man weiß, man hat eine Sicherheit, es ist wo niedergeschrieben und ich weiß, wo ich das niedergeschrieben habe. Durch das Niederschreiben in Kleinformat habe ich das Wichtigste hervorgehoben, was ich mir vielleicht vorher nicht gemerkt habe. Und durch das Niederschreiben ist es dann wirklich im Gehirn meistens auch gefestigt, sodass der wirklich nicht zum Einsatz kommt. Also alle meine Lehrer mögen mir jetzt verzeihen. Ja, also was ist aber ganz wichtig beim visuellen Typen? Der visuelle Typ arbeitet ganz gerne mit Farben, mit Schaubildern. Kann er das von Beginn an bereits ab der ersten, zweiten Klasse Volksschule? Nein. Das muss wirklich gelernt werden, was ist wichtig, was darf ich mit welcher Farbe soll ich hervorheben, sodass es nicht nur ein buntes Blatt jetzt ist, sondern dass ich mich wirklich auskenne. Und das ist wirklich empfehlenswert, dass man das auch mit dem Kind oder der Lehrer mit den Kindern auch verschiedene Arten durchgeht. Wie kann man am besten den visuellen Typen unterstützen, indem er wie die Farben zum Beispiel anwendet oder wie kann er einfache Darstellungen selbst machen. Ja, wir haben auch schon gehört, also der visuelle Typ liebt es, auch in die Buchhandlungen zu gehen, viel in den Büchern zu schmökern, zu lesen. Alles, was er sehen kann, ist für ihn sehr, sehr wichtig. Aber was ganz, ganz wichtig ist für zu Hause, ist, dass der Lernbereich wirklich optisch ansprechend ist. Das heißt, der visuelle Typ wird immer einen zusammengeräumten Schreibtisch haben und nur die Dinge am Schreibtisch wahrscheinlich liegen haben, die er tatsächlich für diesen Zeitpunkt des Lernens auch benötigt. Was man auch beachten sollte im Zimmer oder in der leeren Umgebung oder in der gesamten Wohnung im Haus, dass auch Platz bereitsteht, damit wirklich auch Lernplakate, wichtige Dinge, die hervorgehoben wurden, selbst und auf Plakatenzetteln geschrieben wurden, auch Platz haben, dass die wo angeheftet werden. Sei das auf der Klotür oder am Kühlschrank oder am Kasten im Zimmer oder doch auf der Wand. Also, dass man wirklich auch diese Dinge mit einbaut. Plan beim visuellen Typen, die sind wirklich sehr, sehr hilfreich und lehrreich. So, jetzt kommen wir dazu, wie kann man visuelle Typen oder sowieso jeden Menschen gut unterstützen, damit er diesen visuellen Kanal gut fördern kann, ausbauen, stärken kann. Dazu gibt es ein paar Spiele, ich möchte nur ein paar nennen, was man zum Beispiel auch während der Autofahrt mit dem Kind machen kann oder wenn man in einer Arztpraxis ist oder beim Spazierengehen ist das ganz altbewährte Spiel, ich sehe, was du nicht siehst und da kann man wirklich die Natur mit allen Sinnen auch wahrnehmen. Also man wird dann drauf kommen, dass man nicht nur das Sehen aktiviert, sondern auch dann Vogelgezwitscher zum Beispiel hört. Oder ja, also ganz viele Dinge von der Umgebung kann man durch das bewusste Hinhören lernen. Was könnte man noch tun? Man geht mit den Kindern einkaufen, man hat eine Einkaufsliste, man sagt im Geschäft, heute brauchen wir zum Beispiel Tomaten und bitte, liebes Kind, das kann man schon mit ganz kleinen Kindern wirklich trainieren, wo ist das? So wird gleichzeitig das räumliche Denken, das heißt, wo im Geschäft ist das platziert, aber gleichzeitig auch da sehe ich es, hier ist es, also wirklich auch das Visuelle mit aktiviert. Also ihr seht, gewisse Spiele oder die meisten Spiele sind wirklich so konzipiert, dass man wirklich mehrere Kanäle gleichzeitig schon trainiert und das Ganze macht auch viel Spaß. Memory spielen, Puzzeln, das ist natürlich das Highlight von den visuellen Typen. Man könnte auch verschiedene Suchbilder zum Beispiel auch nehmen. Zum Beispiel ein ganz berühmtes Spiel ist zum Beispiel das Differix, wo man verschiedene Kärtchen hat und man sucht die passende Karte zum Bild. Das gibt es in verschiedenen Altersstufen, sodass man das auch schon spielerisch mit den Kleinen machen kann, die das sehr lieben. Oder Suchbild, Fehlersuchbilder oder zwei gleiche Paare finden. Also das kann man ganz gut, ich nehme ein bisschen aus der Kamera, weil ich meine Utensilien zusammensuche, Entschuldigung, kann man auch gut wirklich von so Rätselblöcken, die man oft über die Ferienzeit bekommt, haben. Und das sind wirklich so ganz einfache Sachen. Paare finden zum Beispiel, Vergleichsbilder finden. Ja, und das lieben die Kinder wirklich und damit wird es aber sehr billig. Eigentlich können sie sich selbst auch beschäftigen, auch die Kinder, dass sie auch das lernen.
Oder man kann das auch mit gewissen Zetteln, sage ich, also mit Stärkungszetteln nicht nur in spielerischer Form machen. Das wäre zum Beispiel, wenn ich eine Katze, einen Bären, eine halbe Seite zum Beispiel zeichne, dann soll das Kind die zweite Hälfte dazu zeichnen, versuchen. Also da geht es auch wirklich wieder, wo sind die Augen, gibt es da Augen, also wirklich um das visuelle Stärken und gleichzeitig aber das Kinästhetische auch wieder, ich kann das nachmalen. Dazu könnte man auch sprechen. Das heißt, der Fantasie bei diesen Übungen ist wirklich keinen Grenzen gesetzt und man kann das wirklich jeden Alters entsprechend ausbauen und umformen. Was auch zu Hause sehr empfehlenswert ist, würde ich sagen, so habe ich auch immer mit meinen Kindern gemacht, wenn da zum Beispiel auf einem Spiel steht, ab 8 Jahren kann man das wirklich selbst neue Regeln erfinden, was auch den Kindern sehr viel Spaß bereitet und es für ab 4-Jährige zum Beispiel anbieten. Das wäre zum Beispiel das UNO-Spielen oder aber auch das Schwarze Peter oder das Schnippschnapp-Spiel, was jeder auch kennt, wo wirklich das Visuelle sehr gut und auch die Geschwindigkeit, das Motorische mitgefördert wird. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele. Für die größeren Kinder ist es empfehlenswert, ich weiß nicht, wer das Spiel schon kennt, das ist Alien Alarm. Hier gibt es zum Beispiel so eine Kugelmaschine, wo wirklich Augen, Mund, Nase, 4 verschiedene Bereiche, jedes Mal mit einer anderen Farbe auf einem großen, wie ein Memory-Blatt mit Aliens zu finden ist. Und da geht es darum, wirklich eine Geschwindigkeit an Geschwindigkeit zu gewinnen, indem man schnell die Dinge findet. Und da ist man wirklich als Erwachsener oft gefordert, weil die Kinder mit 6 Jahren das wirklich schon sehr gut kennen. Und das zum Beispiel kann man auch abwandeln, dass man nur zum Beispiel 2 Farben nimmt, dass man nur den Kopf und die Augen nimmt. Ja? Also wirklich Fantasie, keinen Lauf bei der Abwandlung auch von diversen Spielen. Soweit einmal zum visuellen Typen. Der zweite Typ, den ich euch ein bisschen näher bringen möchte, ist der auditive Typ. Also das ist der Typ, der sehr gerne die Informationen, die neuen Mithören aufnimmt. Dieser Typ liebt den Frontalunterricht in der Schule. Er hört gerne zu, er saugt alles Gehörte wirklich auf und er liebt auch die Audioaufnahmen. Alle, die bei der Ernestina schon den Kurs besucht haben, wissen, wir werden hier wirklich gut mit Audioaufnahmen versorgt. Deshalb wirklich auch der Hinweis, die Ernestina arbeitet wirklich mit allen Sinneskanälen. Für jede Frau, jeder Mann, der im Kurs sitzt, kann da gut profitieren. Was noch zu erwähnen wäre beim auditiven Typen ist, er hört gerne Musik, auch beim Lernen. Hier muss man nur aufpassen, dass das nicht Musik ist, die wirklich störend ist. Ja? Weil die Ohren des auditiven Typen sind natürlich auch sehr empfindlich. Deshalb wirklich die Störkulissen sollten ausgeblendet werden und der auditive Typ soll wirklich seine Musik finden. Das ist oft klassische Musik, Musik ohne Text, beziehungsweise wenn ein Text ist, sollte es so ein Text sein, den er nicht von der Sprache her versteht, sodass das Gehirn wieder nicht abgelenkt wird vom Lernen. Ja, was macht der auditive Typ gern? Der liest gerne sehr laut beim Lernen mit, entweder wirklich laut oder man merkt es, dass seine Lippen, wenn er es auch leise macht, die Lippen sich mitbewegen. Ja, und dadurch wird der Inhalt, der Klang, diese Melodie des Inhaltes wird dann noch besser in einem gefestigt. Es ist empfehlenswert, dass eben der auditive Typ, damit er leichter lernt, selbst die Vokabeln zum Beispiel aufnimmt, selbst Diktate aufnimmt und es abspielen lässt, weil Mama und Papa werden nicht immer Zeit haben zum Mitlernen. Das wäre halt die andere Variante, dass man wirklich mit jemandem lernt, aber eine gute Alternative in der heutigen Technikwelt ist es wirklich, dass man Sachen aufnimmt und es abspielt. Auch Diskussionen hört der auditive Typ gern zu und lernt da ganz, ganz viel bei den Diskussionsrunden. Wie kann man jetzt die auditive Seite eines jeden Menschen noch ein bisschen fördern? Das wäre zum Beispiel, dass man nur mal die Stille hört. Ja? Wenn man eine Stoppuhr macht, für 2 Minuten, ist eigentlich eine kurze Zeit, ist es aber so, dass das wirklich eine lange Zeit ist zu Beginn, wenn man das übt und dass man wirklich nur
die Geräusche in dieser Stille sozusagen, in Stille hören, einmal wahrnimmt, sich merkt und danach aufschreibt. Und dann kann man auch ein Spiel daraus machen, dass man das miteinander vergleicht. Man könnte auch Stecknadel fallen lassen. Das heißt, das Kind, der Jugendliche oder der Erwachsene macht, dass es wirklich still ist. Und irgendwann darf einer eine Stecknadel fallen lassen. Das heißt, der Überraschungsmoment ist vorher nicht, also weiß man nicht, wann das ist. Man könnte ganz gut Hörmemories selbst erstellen, mit Steinen, mit Nudeln, mit Bohnen zum Beispiel, dass man wirklich zwei gleichartige Dosen findet, die nicht einsehbar sind, und man macht es wirklich mit Geräuschen. Und das kann man schon wirklich im Babyalter damit beginnen, das zu fördern, indem man zum Beispiel, ich habe hier so eine Raschelei mitgebracht, dass man wirklich an verschiedenen Stellen raschelt und das Kind muss feststellen, wo kommt das Geräusch her. Ja, also das kann man wirklich mit ein paar Monaten schon gut trainieren und bearbeiten. Man könnte auch Geschichten erzählen, vorlesen und danach Fragen stellen dazu. Was gemerkt wurde, ein altes Spiel, das schon sehr verloren gegangen ist, ist die Stille Post zum Beispiel, wo man wirklich flüsternd in das Ohr des anderen spricht. Und da muss man wirklich ganz, ganz genau zuhören. Also die sich ein bisschen schwerer tun beim Zuhören, ist das wirklich eine ganz gute Übung, weil da wirklich in ein bisschen ruhiger, stiller gesprochen wird. Ein lustiges Spiel, was auch sehr empfehlenswert ist, jetzt, wo man mehr auf die Wiese geht, wäre zum Beispiel, wenn die Mama zuerst beginnt, Mama sagt, setz dich hin. Und wenn Mama sagt dabei ist, dann soll sich das Kind zum Beispiel hinsetzen. Wenn nur gesagt wird, setz dich hin, dann soll das Kind stehen bleiben. Also da wird auch, was wird gesprochen und was wird dann gemacht, ja, die Reaktion. Und dann tauscht man das Spiel und dann sagt eben das Kind, zum Beispiel Annemarie sagt, steh auf, hüpf auf einem Bein, und dann wird das gemacht. Wenn nur sagt, steh auf, hüpf auf einem Bein, dann wird das nicht gemacht. Ja, während langen Autofahrten könnte man so Wortkettenspiele machen, dass zum Beispiel zusammengesetzte Namenwörter, zum Beispiel Tür, Schloss, und mit dem zweiten Namenwort beginnt dann das nächste Wort, Schloss, Park zum Beispiel und so weiter. Oder ich backe einen Koffer zum Beispiel. Also es gibt ganz, ganz viele lustige Spiele, die man auch unterwegs machen kann und die wirklich sehr viel Spaß machen und die Kinder das nicht mit Lernen zum Beispiel in Verbindung setzen oder auch wir Erwachsene nicht. Der dritte Typ ist der motorische und der kinästhetische Typ, haben wir gesagt, der ist gerne in Bewegung. Der kann keine halbe Stunde meistens wirklich still am Schreibtisch sitzen, der braucht Bewegung. Was hilft da ab? Was hilft dabei, dass er das trotzdem, seinen Lernstoff durchbringt und nicht immer nur in die Pause gehen muss und die Pausen immer länger werden, weil er sonst nicht aushält. Man kann zum Beispiel, wie die Ernestine auch schon genannt hat, dass man den Lernstoff sich vorliest zum Beispiel und quer durchs Zimmer geht, von einer Ecke in die nächste Ecke. Oder aber, ich habe auch einen Ball mitgebracht, das eignet sich sehr gut, wenn jemand einen Ball zwischen den Beinen hat und den hin und her schupft, ja, weil die brauchen immer ein bisschen Bewegung. Oder sie legen auf den Tisch so einen Knautschball und der wird gerollt. Auch ganz gut eignet sich einen Lutscher, natürlich, das ist wieder Süßstoff, gell? Einen Lutscher zum Beispiel reinzunehmen, auch durch diese Zungenbewegung ist hier Bewegung, oder ein Kaugummi zum Beispiel. Ja? Das habe ich gehört, setzen auch Fahrschullehrer gerne ein, wenn die Jugendlichen sehr nervös sind. Vor einer Fahrprüfung bekommen sie einen Lutscher. Also ein guter Bekannter von mir hat das immer regelmäßig gemacht und es hat sehr gut geholfen, es hat entspannt, Konzentration gefördert und die Jugendlichen sind aktiv geblieben. Wie könnte man noch Gelerntes zum Beispiel wiederholen, dass man auch, weil die ja mehr Pausen meistens brauchen als die anderen Typen, ist, dass man zum Beispiel eine Hängematte zu Hause hat und im Schaukeln in der Hängematte wird laut zum Beispiel der Stoff wiederholt. Wir haben gehört, durch lautes Wiederholen ist dann gleichzeitig gleich einmal wieder auch die auditive Seite auch und wir merken, der Prozentsatz des Merkens ist dann erhöht. Oder wir fahren eine Runde mit dem Fahrrad und während dem Fahrradfahren wird es laut wiederholt oder leise auch abgespielt, in Bildern sich das vorgestellt und abgespielt.
Ja, so verknüpft man wirklich verschiedene Typen wieder miteinander. Wenn es erlaubt ist, ist auch sehr empfehlenswert. Also ich kann mich noch erinnern, also wie auch die Ernestina gesagt hat, dass jedes Lernfach vielleicht auch ein anderes Lernen benötigt. Ich habe zum Beispiel Physik, Chemie, habe ich meistens auf einer Zimmertür. Also ich habe mit der Kreide das auf die Zimmertür gemacht und habe das wieder abgewischt. Und so ist bei mir wirklich so Formelwesen, mit dem ich nicht wirklich so einen Bezug hatte, wirklich sehr gut hängen geblieben. Oder man verwendet Magnettafeln und gibt da was drauf. Also es sollte immer ein bisschen im Kinderzimmer oder Lernplatzbereich ein Platz für diese Dinge auch sein. So wie beim visuellen Typen leere Wände zum Beispiel, ist es hier auch, dass man gewisse Dinge auch hinstellt. Der motorische Typ liebt es auch auszuprobieren, anzuwenden, praktische Übungen zu machen. Deshalb ist meistens ein Experimentierkasten schon in frühen Kindheitstagen zu Hause anzutreffen, wenn wirklich so motorische Typen zu Hause wohnen oder ein Zauberkasten. Also das fasziniert. Ich kann tun, ich kann werken. Ja, wenn die kommunikative Seite mit ins Boot genommen wird, also die Lernmethoden von der kommunikativen Seite, dann ist es natürlich noch besser, weil es noch schneller festigt. Wie wir schon gehört haben, je mehr verschiedene Kanäle angesprochen werden, umso besser bleibt es bei einem. Wie kann ich das jetzt auch fördern mit Hilfe von Spielen? Zum Beispiel könnte ich Roboterbewegungsspiele machen. Das Gegenüber bewegt sich wie ein Roboter und es werden zum Beispiel Vokabeln aufgesagt. Ja? So hat man jetzt eine motorische Bewegung. Gleichzeitig merke ich mir aber auch die Vokabeln beziehungsweise auch deutsche Wörter zum Beispiel, wo man dann die verschiedenen Laute auch kennenlernt, ja? Was sehr hilfreich ist dann auch beim Abteilen von Wörtern. Ich könnte jetzt auch wieder dieses Spiel machen, was ich schon erwähnt habe, wie Mama sagt, das Kind sagt, also diese Anweisungen, weil das ja auch eine motorische Seite ist. Verschiedenste Ballspiele, Hüpfspiele, Eierlauf zum Beispiel, muss ich mich sehr konzentrieren, langsam gehen, nicht nur in Aktion sein. Balancieren zum Beispiel, wenn ich Waldspaziergänge mache, gibt es immer wieder Äste, Baumstämme, die am Boden liegen, dass ich da drüber balanciere, mich weiterhandle. Also Fantasie wirklich open end, also wirklich, vielleicht regt dieser Livestream heute an, dass man wirklich mit anderen Augen mit in die Natur geht und auch Spiele zu Hause anschaut, wie kann ich das verändern und umändern. Ja, so viel einmal zu dem. Die motorischen Typen kann man auch gut erkennen, möchte ich noch nachträglich dazu erwähnen, ist, dass die ganz lange mit den Fingern zum Beispiel in der Volksschule rechnen und die verwenden. Und ich würde Empfehlung geben, dass sie das wirklich auch zulassen, weil das ist einfach eine Art, sich auch zu bewegen. Ja? Oder dass man wirklich so schauspielerische Dinge macht, Verkleidungsspiele macht, indem sie in andere Rollen schlüpfen können und wirklich dazu auch sprechen, verschiedene ja, auch Höhen, Tiefen in der Sprache auch kennenlernen, so dass sie wirklich in Bewegung sind und das machen dürfen. Ganz wichtig ist dabei, dass kein Auswendiglernen bei den kinästhetischen Typen auch ist, sondern dass man das wirklich aktiv mit dem Inhalt verknüpft und auch ganz vorsichtig muss man sein, dass man auch Lernpläne zum Beispiel erstellt, weil sich diese kinästhetischen Typen auch sehr, sehr leicht ablenken lassen. Ja? Wenn der Vogel draußen zwitschert und das hören sie, dann ist natürlich der Kopf gleich da draußen. Deshalb ist wirklich, dass man sagt, okay, jetzt in der nächsten halben Stunde wird das zum Beispiel zu Hause gelernt, dann ist Pause, dann machen wir das und das. Ja? Dass man da Hand in Hand der Erwachsene mit dem Kind zum Beispiel geht. So viel zum kinästhetischen Typen. Die Ernestina hat gesagt, es gibt auch noch weitere, wie der kommunikative Typ, wenn ihr euch noch erinnert. Der will absolut nicht alleine lernen, der will sich immer gerne in den Unterricht einbringen, der braucht die Diskussionen, der braucht Lerngruppen, was aber sehr gut ist, denn dieser Typ, der macht auch gerne Quizze, also er macht so Quiz-Shows, um das Gelernte auch wieder abzurufen. Was ist da der Vorteil? Das heißt, er muss diesen Lerninhalt einmal verstanden haben, damit er das mit eigenen Worten auch wiedergeben kann und in die Diskussion auch einbringen kann oder diese Quizze überhaupt auch selbst erstellen kann. Ja? Also das ist ein toller
Typ, dieser kommunikative Typ, der eigentlich in allen anderen vorher erwähnten sowieso schon wieder auch einfließt. Und der auditive Typ, haben wir auch früher schon gesagt, also der mit Hören ist, der hört gerne diesen kommunikativen Typen zu, weil er dadurch auch noch viel besser lernt und es auch anders aufbereitet bekommt. Wie kann Eltern die Kinder damit fördern, indem sie gesellschaftliche Themen zum Beispiel öfter in eine provozierende Haltung gehen und das Kind dadurch lernt, zu reflektieren, nachzudenken und somit auch diese Kommunikation noch besser gelernt wird. Dass ich nicht alles nur annehme, so wie es gesagt wird, sondern dass ich auch mich dazu äußere. Wie kann ich jetzt diesen Typen positiv auch fördern oder unterstützen, sowieso, dass das gestärkt wird, in Form wieder von Rollenspielen, Theaterstücken mit Verkleiden, verschiedene Quiz-Sendungen machen, mit Quizze spielen, selbst erfinden lassen, schon in Kindheitstagen vielleicht Bilder malen lassen, wenn die Kinder noch nicht schreiben können und daraus auch ein Quiz machen, ja, was ist das? Oder ein besonderes Spiel, was sicher auch jeder kennt, ist Wer bin ich zum Beispiel, wo ganz viel gesprochen werden muss und Fragen gestellt werden muss. Und auch Activity zum Beispiel, da hat man wirklich von allen vorher genannten Typen plus den kommunikativen Typen wirklich sämtliche Inhalt drinnen, weil man da wirklich von Sprechen, Pantomime, von Zeichnen, wirklich alles enthalten hat. Also Activity und Wer bin ich ist hier besonders zum Empfehlen. Wir haben dann zwei weitere noch, haben wir gesagt, den personenorientierten Lerntypen. Das ist wirklich das Kind, ich gehe jetzt speziell auf die Kinder ein, die wirklich eine Lehrerin, einen Lehrer brauchen, den sie lieben, damit sie gut lernen können. Hier ist es wichtig, dass die Eltern wirklich, wenn diese Harmonie nicht so wirklich herrscht, dass die Eltern wirklich ein positives Bild vom Lehrer zu Hause auch weitergeben an das Kind, sodass das Kind merkt, okay, auch ein Lehrer darf einmal grantig sein und ich darf trotzdem was lernen. Ja, also dass hier wirklich diese Barriere, ich kann nur lernen, wenn der Lehrer lieb zu mir ist, mich lobt, dass das überwunden wird, sodass das Kind auch merkt, okay, der Lehrer kann auch mal anders sein, er hat mich trotzdem lieb. Ja? Und diese Typen suchen auch in der Pause oft den Lehrer auf, wollen nicht wirklich mit Freunden spielen. Also hier geht es wirklich darum, dass man diesen Typen speziell fördert, indem man Freunde einladet, Freunde finden hilft, dass man den Selbstwert stärkt und wirklich die Lerninhalte interessant aufbereitet fürs Kind, sodass das wirklich intrinsisch veranlagt ist, dass es lernen möchte. Der medienorientierte Lerntyp, haben wir gesagt, der ist der letzte Typ, den wir heute noch vorstellen möchten. Das ist eben der Typ, der ganz gerne mit den verschiedensten Medien, mit DVD-Filmen, Fernsehbeiträgen, E-Books arbeitet, der fordert es auch schon sehr früh ein, in Kindheitstagen bereits. Die Kinder, Jugendlichen, die noch Scheu haben, das ist empfehlenswert, dass man wirklich genug Medien zu Hause auch anbietet, also die einfachsten, man muss nicht alles haben, aber so, dass wirklich die Scheu genommen wird, dass wirklich auch damit gearbeitet wird. Wir leben in einer modernen Zeit und es ist so jetzt einmal, dass man das auch anwenden sollte. Hier ist besonders bei diesen Typen zu beachten, dass der seine Medien hat und damit zufrieden ist und gar keine Freunde braucht. Ja? Dass der nicht dann alleine überbleibt sozusagen. Ohne Freunde ist es ganz wichtig, dass man Freunde einladet und schaut, dass er nicht vereinsamt. Also das wäre das Hauptmerkmal, wo man wirklich als Elternteil zum Beispiel aufpassen muss. So viel jetzt einmal noch, wo ich das näher gebracht habe, die Lerntypen und wie man das auch ein bisschen stärken kann. Also wirklich Fantasie einbauen in den verschiedenen Spielen und natürlich mit Lektüren, obwohl die Kinder lieben wirklich die Spiele. Jetzt übergebe ich wieder das Wort der Ernestina und ich danke fürs Zuhören. Danke. Ja. Ja. Danke, liebe Annemarie. Und natürlich, du wendest auch alle diese Methoden in deine Beratungen, in deine Lernberatungen an oder in deine Arbeit am Mental. Training für Kinder. So, ich will dir noch einige kurze Übungen, Akupressurpunkte und Mudra-Übungen zeigen, die unterschiedliche Sinneskanäle aktivieren und unterstützen. Wir starten mit dem visuellen Lerntypus. Visuelle Lerntypen, hat Annemarie ausführlich zum Ausdruck gebracht, lernen
schwerwiegend durchsehen, beziehungsweise nicht lernen, sondern nehmen Informationen auf. So, was kannst du tun, um diesen Sinneskanal bei dir zu aktivieren? In erster Linie wäre wichtig, dass du eine bequeme Position in Sitzen findest. Du kannst in Schneidersitz sitzen oder eventuell dich auch hinlegen. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Dann schließt du ganz bewusst und entspannt die Augen, beobachtest du deinen natürlichen Atemrhythmus und dann beginnst du sanft mit den Fingerkuppen von Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger den Bereich oberhalb der Augenbrauen zu klopfen. Ganz entspannt. Dabei versuche tief in den Bauch zu atmen. Du kannst manchmal tief durch den Mund ausatmen, wenn du das Gefühl hast, dass du angespannt bist. Und dabei visualisiere Orte, die dich zur Entspannung führen. Orte aus deiner Kindheit, Urlaubsorte. Und auch Menschen, mit denen du dich verbunden bist, wo du das Gefühl hast, mit diesem Mensch verstehe ich mich gut, ich bin bei dieser Person zu Hause. Hole dir Bilder her, die dich nähren, die dich entspannen. Und dann sanft massiere den Bereich vom Innen, von dem Bereich von oben, oberhalb der Augenbrauen, von der Mittellinie, weiter seitlich bis zu den Schläfen. Und stell dir vor, du schaffst durch diese Bewegung Raum in deinem Gehirn, Raum, um das, was du jetzt lernen wirst, lesen wirst, besser aufzunehmen. Dabei beobachte immer die Atmung, entspann dich, fühl dich einfach entspannt, vollkommen entspannt. Und das kann man gemeinsam mit einem Kind oder Jugendlichen als Spiegelübung haben. Sprich, dass wir es auch mitmachen und das Kind oder den Jugendlichen einleiten. Dann bitte ich dich auf folgende Mudra. Ich habe diese Mudra der Entfaltung genannt. Und es funktioniert so, dass die Mittelfinger gestreckt sind, untereinander berühren. Und wie du sehen kannst, Daumen und Zeigefinger bilden einen Kreis, einen flachen Kreis. Ja? Und diese vier Finger sind ineinander so verschränkt. Diese Haltung führen wir auf der Höhe des Herzens, aber zentral. Und dabei entspannen wir uns noch tiefer und atmen wir 2 bis 3 Mal ganz tief in den Bauch und langsam aus. Ja? Zum Schluss, am Ende dieser Übung, legen wir beide Hände übereinander auf den Solarplexus und fühlen wir die Übung bewusst. Die Nachwirkung der Übung. Was hat sie in uns getan? Ja? Okay. Diese Übung unterstützt und aktiviert das Sehen, den Sinneskanal des Sehens. Nächste Übung ist für die auditive Typen. Ja? So, wir beginnen auch in diesem Fall mit einer ruhigen, entspannten Haltung. Optimal wäre für diese Übung im Sitzen die Übung durchzuführen oder eventuell im Stehen. Und nicht unbedingt im Liegen. Aber du kannst alle 3 Varianten ausprobieren und dann schauen, was dich anspricht. Diese Übung setzt sie das Ziel, innere Ruhe zu schaffen und klarer, besser das, was man hört, aufzunehmen, wahrzunehmen. Dann beginne, nachdem du ruhiger geworden bist und tief schon geatmet hast, indem du die Hände übereinander auf den Solarplexus legst. Und dann schließe die Augen. Ganz bewusst schließe einfach die Augen. Fühle die Atmung, spüre deinen Körper, nimm bewusst deinen Körper wahr. Dabei solltest du mit geschlossenen Augen bleiben. Ich habe sie offen, weil ich dich anschauen will jetzt. Dann
Beginne sanft mit dem Zeigefinger den Bereich vor dem Läppchen hier bei den Ohren zu massieren. Ganz sanft zu massieren. Vielleicht auch sanft zu klopfen. Ganz sanft zu klopfen. Dabei bitte lass den Unterkiefer locker und entspanne dich. Dann massiere sanft, so wie ich es mache jetzt, deine Ohrmuschel und besonders dann die Ohrläppchen. Massiere sie ganz bewusst. Massiere sie und dann eine Übung, die meine Schüler immer sehr geliebt haben. Stell dir vor, deine Zeigefinger und deine Mittelfinger bilden eine Schere und du willst deine Ohrmuschel wegschneiden. Durch diese Übung werden die Ohrmuscheln sehr warm. Die Durchblutung wird angeregt. Und dann klopfe wieder den Bereich. Und dann spüre kurz nach, atme tief und dann mach noch eine Mudra. Die Mudra Ratsu, diese Mudra kommt aus der Ninja-Tradition und symbolisiert Zentriertheit, Klarheit, Verwurzelung in sich beim eigenen Sein. Dann nimm die rechte oder die linke Hand. Ich empfehle dir zu probieren, wie welche Hand für dich leichter ist. Dann bilden Faust und der Zeigefinger ist aufrecht. Dann nimm die andere Hand, umarme mit der anderen Hand liebevoll den Zeigefinger. Der Zeigefinger steht für sich Bewusstsein, für unsere Identität. Umarme mit der anderen Hand den Zeigefinger und mit der Spitze des Daumens berühre die Spitze des Zeigefingers der anderen Hand. Halte wie früher diese Mudra auf der Höhe des Herzens, aber mittig. Schließe die Augen jetzt und fokussiere dich auf das, was du hörst. Beginne zuerst von dem, was du im Raum hörst, in den Raum, wo du dich befindest. Dann erweiterte deine Wahrnehmung der Geräusche, die du hörst, und höre, was außerhalb des Raumes passiert. Die Autos auf der Straße, vielleicht Lärm aus den Nachbarwohnungen. Atme einfach tief, beobachte auch die Geräusche deines Körpers und dann geh wieder zurück. Höre zuerst, was außerhalb des Raumes ist, höre, was im Raum ist. Dann höre, was in deinem Körper passiert. Löse die Mudra, lege eine Hand aufs Herz, die andere Hand auf den Solarplexus, spüre deinen Herzrhythmus und fühle bewusst, wie du atmest. Dann löse die Verbindung der Hände auf den Körper und die Berührung der Hände auf den Körper und spüre nach. Diese Übung eignet sie optimal kurz vor dem Lesen, vor dem Lernen, wenn wir über die visuelle Unterstützung lernen wollen. Es erlaubt dir, dich tief zu entspannen und auch bewusster wahrzunehmen. Und eignet sie am besten, wie ich schon davor gesagt habe, für auditive Typen. Sprich auch, wenn es darum geht, Audioaufnahmen zu hören, wenn es darum geht, etwas, was du selber aufgenommen hast und lernen willst, zu hören. Diese zweite Übung eignet sich für beide Typen, auch für visuelle Typen, wie ich dir schon gesagt habe. Was sehr wichtig ist bei dieser Übung, dass du eine gewisse Regelmäßigkeit nimmst, dass du dir Zeit nimmst, dass du eine gewisse Regelmäßigkeit hast beim Üben. Wenn diese Übungen zum Beispiel innerhalb von einem Monat 3 bis 4 Mal die Woche geübt werden, werden in unserem System gespeichert, werden für uns Routine.
Und dann können wir sie einfach optimierter und schneller durchführen. Ich zeige jetzt noch eine dritte Übung, die optimal sie für kinästhetische Typen, für bewegungsorientierte Lerntypen eignet. Menschen, die gerne beim Lernen sich bewegen, brauchen in erster Linie Zentriertheit, aber sie brauchen eine dynamische Zentriertheit. Sie brauchen Klarheit über die Grenze zwischen sich selbst, dem eigenen Körper und dem Umfeld. Kinästhetische Typen auch von Charakter neigen oft dazu, sehr stark verbunden mit dem Gegenüber zu sein. Lieben Berührung. Sie erfahren sie im Verschmelzen. Das heißt, was sie benötigen, ist Zentriertheit, Ruhe. Erkläre jetzt dir diese Übung und empfehle dir diese Übung vor allem in Stehen oder in Sitzen durchzuführen. Beginne, indem du eine Hand auf den Bauch legst und die andere Hand unterhalb des Nabels auf die Blase wäre optimal. Damit verbindest du die Feuerqualität des Solarplexus mit der Wasserqualität laut TCM der Blase. Sprich, gleichst du Aktivität und Ruhe in deinen Körper aus. Dann schließe bitte die Augen, atme tief, ruhig. Und jetzt stell dir vor, wie du an einem wunderschönen Ort in der Natur bist. Und dort mit deiner Vorstellungskraft verschmelze, identifiziere dich mit unterschiedlichen Naturelementen, die dynamisch sind. Stell dir vor, du bist die Baumkrone eines Baumes und der Wind streichelt dich, bewegt dich, wiegt dich. Du bist der Fluss, der dort ist und fließt mutig, unbändig weiter. Du bist der Schmetterling, der flattert und du genießt diese schnelle Bewegung, dann wieder die Ruhe. Und von Blume zu Blume flatterst du immer weiter. Dann bist du Gras. Der Wind erzeugt in Gras Wellen, so wie am Meer. Und du gibst die einfach hin. Du bist mit allem, was sie bewegt, eins. Du bist mit allem, was sie bewegt, eine Einheit. Dann spüre bewusst deinen Körper und mach kleine Bewegungen, um dich wohler zu fühlen, auf den Stuhl oder im Stehen. Lass dir bewusst Zeit und fühle dich vollkommen entspannt. Jetzt ruhig löse die Verbindung der Hände und bilde die Linga Mudra. Diese Mudra kannst du bilden, indem du mit deiner Hand eine Art Teller machst und diese Hand, diese flache Hand, bringst du auf den Solarplexus, dann bildest du eine Faust mit der anderen Hand und der Daumen ist aufrecht, Richtung Himmel gerichtet. In diesem Fall, unabhängig von der Tradition, diese Mudra kommt aus dem Yoga, empfehle ich dir einfach zu wählen, was für dich stimmig ist. Oder am besten wäre, mit beiden Händen die unterschiedlichen Kombinationen zu probieren. Sprich so und dann wiederum so. Halte diese Mudra vor den Solarplexus. Du wirst sehen, dass durch diese aufrechte Haltung des Daumens richtest du die auch auf. Und dann spüre bewusst in dir die Rhythmen des Körpers, den Atemrhythmus, spüre die kleinen Bewegungen deines Körpers, wenn du atmest und die Impulse, die du spürst, dich zu bewegen. Visualisiere dich bei der Tätigkeit der Bewegung, die dir am meisten Freude bereitet, tanzen, laufen,
streicheln, berühren. Entspann dich dabei. Und wenn du das Gefühl hast, du bist zentriert, du fühlst dich kraftvoll, dann löse die Mudra, entspann, leg die Hand auf den Schoß und spüre die Wirkung der Übung nach. Diese Übung eignet sich optimal für kinästhetische Typen, für Menschen, die vorwiegend über den Sinneskanal Bewegung aufnehmen, die, wenn sie lernen, sie gerne bewegen und hilft vor allem, diese Menschen sich zu konzentrieren. Wie Annemarie erklärt hat, Menschen, die gerne in Bewegung lernen, kinästhetische Typen, neigen dazu, sie abzulenken. Und genau das schafft diese Übung, zentriert zu sein, die eigene Kraft zu spüren, um konzentriert zu bleiben. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du einige von unseren Empfehlungen weitergibst, ausprobierst. Viel mehr gibt es bei der Annemarie zu erfahren, bei ihren Beratungen, bei uns, in unseren Ausbildungen. Darunter findest du auch spannende Links für unsere Blogs, über die Bücher, die diesen Bereich betreffen. Und natürlich freue ich mich, wenn du unseren Kanal abonnierst, um mehr zu erfahren. Schönen Abend und viel Spaß beim Üben!